Da guckt er. Der Parchival. Der guckt aus dem Fenster und sagt: Kunden, kommt sie bitte rein. Wir brauchen Kunden. Wir brauchen mehr Fleisch. Wir brauchen mehr Stoff. Und willkommen zurück. Zu dem blutigsten, bösesten, aber doch auch sehr gut schmeckenden Spiel. Ravenous Devils. Und wir haben eigentlich die letzte Folge so viel gekauft. Ey, wir haben fast alles freigeschaltet. Also das, was da ist, fast. Achtung, nicht. Ich habe nicht gesagt alles. Was haben wir? Mir fehlt uns noch eine Puppe. Schaufensterpuppe. Ansi-Puppe. Das Ding hier. Uns fehlt hier irgendwas. Müssen wir doch vielleicht... Ach, hier noch... Ich glaube, noch einen zweiten... Genau, noch einen zweiten Haufen Stoff. Wir haben hier oben... Wir haben jetzt... Ich gehe mal ganz runter in die Küche. Wir haben jetzt Mehl, Zwiebeln, Kartoffeln, Tomatoes, Eier. Weiß ich nicht, was das ist. Wir könnten jetzt gehacktes Fleisch machen. Würstchen und... Ah, nee. Wir können jetzt Koteletts machen und gehacktes Fleisch und Würstchen. So, wir haben zwei Tische und wir haben ganz viele Etageres. Oder so. Was kann man denn überhaupt noch machen, Mann? Wir haben zwar kein Geld mehr, aber was ist denn jetzt? Guck mal hier, siehst du? Alles fertig. Da, ha? Noch ein Tisch. Achso, zum Verbessern für die leckeren Koteletts. Da noch eine Schaufensterpuppe. Noch zwei Tische. Und hier oben, genau, jetzt können wir jetzt, das haben wir jetzt freigeschaltet. Das können wir, Kartoffeln, Schibolle, Zwiebeln und, das müssen wir gucken, das ist ja cool. Piccioni sind kleine Täubchen. Es gibt doch zwei Arten, ach hier, guck mal, es gibt doch zwei Arten, es gibt Tauben und es gibt, ach Mann. Gibt es in Deutschland eigentlich eine zweite Art, also als Wort? Tauben und, wie heißt das andere? Na egal. Tauben sind, glaube ich, dicker und die anderen sind ein bisschen kleiner. Egal. So, in der letzten Folge, ich brauche gehacktes, ganz ehrlich. So leid es mir tut, werde ich das erstmal in die gehackte Maschine schmeißen, weil die wird ganz sicher mehr gefragt. Die Koteletts, die werden wir im nächsten Mal. Ich würde das gerne sehen, wie die das macht mit dem Hackebeil. Au, Banane, ey. Da bin ich total begeistert schon. Wir machen mal Folgendes. Erstmal kümmern wir uns um den Laden. Der hat, schon Stoffe gemacht. Hier oben ist nichts mehr zu tun. Ich habe auch keinen... Mir fehlt einfach alles. Mir fehlen Kunden. Verdammt. Komm, Kätzchen. Du bist ein guter Hunter, wie Percival. Ich würde ja gerne wissen, mit der rechten Maustaste könnt ihr doch so mal raus, rechts und links so ein bisschen drehen. Oder rausgehen. Ich würde ja gerne wissen, ob man hier draußen noch was machen kann. Oder ist es einfach nur schön gemacht? Guck mal, wie toll es aussieht. Wie weit man übrigens rausfahren, finde ich voll gut. Rausfahren kann, meine ich. Ich finde die Grafik übrigens so körnig, pixelig. Wenn man genau mal hinguckt, sieht man das vielleicht hier so. Finde ich voll gut. Das gefällt mir. Hat einen schönen Steil. Einen ganz schönen Steil. Ganz ehrlich. Ich könnte jetzt noch was hier vorbereiten. Das mache ich auch. Aber warte mal. Wir lernen mal ein paar neue Rezepte. Also. Gehacktes. Mit Ei. Oder das? Ne, das will ich nicht ausgeben. Gehacktes mit Ei. Das ist aber nur zwei Sterne. Dann mache ich doch lieber wieder Lasagne. Da habe ich eine Tomate drin. Das ist gefährlich, ey. Weil wir haben nichts. Wir lernen mal eins. Wir machen mal ein neues. So, Ei, Popeye. Und das tun wir jetzt mal in den Ofen. Wir müssen echt mal auf den Stuhl achten. Wann die Katze dann mal zurückkommt. So, wir können jetzt noch mal eins nehmen. Mehl. Ich mache leider. Hört sich an, leider, aber es ist eigentlich die schlauste Idee oder das schlauste. Ich mache jetzt noch mal Lasagne, weil das ist eine 3-Sterne-Menü. Und das macht mehr Money. Auch wenn ich ganz ehrlich sage, ich glaube, Money brauche ich gar nicht mehr. Ich bin hier schon
Ich weiß nicht, was noch kommt. Oh, Doppelsprache, Doppelstimme. So, ich hab nichts mehr. Öffnen wir den Laden. Ich glaube, wir müssen... Ich mach mal den Eimer. Ich putze mal öfters den Boden. Schneller. Und dann werden wir sehen, wie lange das dauert, bis der nächste Kunde dann kommt. Oder ob wir vielleicht heute... Ja, Mann, nimm. Ob der Kunde dann... Ob wir mehr Kunden dann bekommen. Waking time. Leider, ich kann schon wieder keinen Dünger nehmen. Ich brauche das jetzt erstmal für die Küche da unten. Was ist das für ein Gericht? Das ist das. Wurst, Zwiebel und Tomaten. Okay. Oh nein, jetzt muss ich das schneller sein. Wurst. Zwiebel. Oh, lecker einmal. Boah, ich habe jetzt gerade richtig Hunger, Leute. Waking time. As fast as I can. Noch gibt's Essen da. Ich habe sauber gemacht. Vielleicht kommt jetzt wirklich ein Kunde schon durch. Oh nein, jetzt habe ich auf die Katze gedrückt. Mist. Nimm. Oh, hier kommt durch. Ja, ich muss glaube ich öfter sauber machen. Okay, hier ist Pastete. Das kenne ich ja noch. So, sauber machen. Die haben da oben noch genug zu essen, das ist sehr gut. Bäm, guck mal, wie viel runterkommt. Ist echt voll viel jetzt gerade. Und dann bitte den Stoff von dem Dings nehmen. Wir warten, bis die Pastete fertig ist. Dann habe ich mich den Kunden dann nämlich schon mal los. Und dann mache ich währenddessen weiter. Wann kommt denn eigentlich mal die Katze zurück? Ich sehe das nie. So, wir nehmen jetzt mal ein Kotelett. So. Warte mal. Kotelett. Kotelett 3-Sterne-Menü. Mehl und Eier. As fast as I can. Ja, wir müssen. Okay, wir haben es rausgefunden, wie es geht. Schneller sauber machen. Oh, wir haben voll viel. Ah, ne, wir brauchen eine Leiche noch oben. Nein! Ah, Dexe. Mein Gott. Ah, wir müssen sauber machen müssen. Das ist wichtig. Aber egal, komm, schnell. Ja, ich weiß. Mist. Ich brauche unbedingt da oben Bedünger. Verdammt. Okay, wir brauchen Kotlets. Das ist schon mal wichtig. Mal gucken, was passiert. Guck mal. Nee. Never! Ich kann gerade nicht. Ich muss das. Der Hammer!
Warte. Achso, die Rezepte stehen doch mal drunter, mein Gott. As fast as I can. Oh, eins habe ich fertig. Eins habe ich ja schon mal. Wow, das war brutal. Alter Schwede, ist das hammerhart. Nein. Nach oben. Oh Gott, zum Glück habe ich irgendwo hingeklickt. Mehl? Ich habe keine Eier mehr. Nee, Zwiebeln brauche ich. Wir weg. Kartoffeln. Das hört sich natürlich nicht gut an, wenn der Dex keine Eier mehr hat, aber das ist, nein. Moving. Schnell. Sonst kriegen wir keine Kunden, Mann, ey. Bin gerade ein bisschen baff, weil die gerade da so. Ich muss das unbedingt mal angucken. Mist, das waren die letzten Kunden. Wir haben es mal geschafft. Wir haben eigentlich ganz gut gearbeitet. Alles gut. Komm. Ich bin zufrieden. Ich bin vollkommen zufrieden. Wir brauchen leider mehr Gehacktes. Ach egal, was heißt leider? Wir haben ja noch genug Körper hier. So, wir können währenddessen die Kunden nämlich essen. Die essen ja jetzt auch noch so ein Minütchen. Dann kann ich währenddessen noch mal. Ich habe jetzt 5 Stoffe. Ja, so ist gut. Also, Dex, mehr das Blut. Ganz, ganz wichtig, dass das Blut sauer gemacht wird, Leute. As fast as I can. Wann kriege ich den Tauben? Und kriegst du ihn aufgestalten? Ich gehe nochmal währenddessen mal die Katze ein bisschen knuddeln. Wo ist der? Wo ist Pachiva? Ach, der ist im. Okay. Oh, wir haben einen neuen Brief. Wo ein jetzt auch Fleisch hat! Okay. Aber bevor ich lese, muss ich erstmal kurz niesen, Leute. So. Liebe Freunde, ich schreibe euch die nächste Information für das nächste. Nein, ich schreibe euch eine Information für den nächste, für das dritte Opfer. Es wird eine Frau sein. Also empfehle ich euch ein bisschen feiner ranzugehen, als sonst. Ihr Name ist Yvonne Laurocher, glaube ich, ne? Boah, keine Ahnung. Eine reiche Frau. Benestante heißt eigentlich eine gut stehende Frau. Also, ihr geht's gut. Sie ist verheiratet mit einem der reichsten Männer dieses Ortes hier. Ich habe sie das erste Mal kennengelernt, als mich ihr Mann, Herr Laurocher, mich eingeladen hat zum Angeln am See. Und beim Rückweg oder als wir zurückkamen, Yvonne wartete auf uns mit ihren ganzen Freundinnen unter einem, wie nennt man das? Ich sag einfach mal ein Zelt, unter einem Zelt mit ganz mit vielen Blumen geschmückt. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Und hat uns Tee angeboten.
Ich bin sofort, wie nennt man das? Ich versuche es mal richtig über zu übersetzen, bitte. Also immer ein bisschen Geduld haben mit mir. Weil Fulminator sagt man ja nicht. Ich bin nicht geblitzt worden. Wie sagt man das? Es hat mich, ihre Haut hat mich wie ein Blitz getroffen. Kann man aber nicht sagen. Hört sich bescheuert an. Ich bin sofort begeistert gewesen von ihrer Haut. Weich und perfekt wie der Mond. Eine Frau so elegant und eine filigrane und schöne Frau. Oder elegante und filigrane Frau. Ihr Mann hat mir mit Stolz gesagt, dass seine Frau ein Kosmetiksalon führt. Sie verkauft alles. Lotion, Creme und Parfüms. Ich gebe euch einen Tipp. Ein Tipp unter Freunden. Kauft niemals etwas bei ihr. Geld zu sparen, oder besser gesagt, Materialien zu sparen, die Frau Lorcher oder so, wie sie heißt, nutzt, ich weiß nicht ganz genau, chemische Substanzen, die sehr gefährlich sind. Und alles natürlich perfekt zusammengepackt und verkauft für den höchsten Preis. Ich weiß nicht, ob ich sie dafür wie sagt man das? Beneiden soll? Nicht beneiden. Ammirare. Wie soll ich das übersetzen? Helfe, meine Herren, Leute. Ich muss mal ganz kurz selber gerade mal googeln. Ammirare, wie heißt denn das auf Deutsch, ey? Schrecklich. Leute, schrecklich. Siehst du, die können das nicht mal übersetzen. Das ist falsch übersetzt. Egal, ich übersetze das jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob ich sie dafür lieben soll, aber es ist falsch. Die Ammirare kommt von der Begeisterung, aber egal. Ob ich sie dafür lieben soll, ihr Verkäufersinn. Aber eins ist sicher. Mir würde es gefallen, sie mal zu schmecken oder zu kosten. Sie möchte ich auch zu meinem Bankett. Ne? Die zwei oben im Speicher haben wir ja schon zum Bankettessen eingeladen. Und sie kommt als drittes dazu. Behandelt ihre Haut mit sehr, sehr akkurat. Denkt dran, ich beobachte euch. Mit freundlichen Grüßen, Jay. Ammirare. Ihr könnt mir selber helfen. Mir fällt es gerade nicht ein. Aber ich gebe euch mal eine... Ich gebe euch mal eine Erklärung zu dem Wort und ihr wisst das bestimmt dann selber und könnt es mir in die Kommentare schreiben. Wenn ihr einen Sportler mögt, mögen. Dankeschön. Dex. Auf die Schulter klopfen. Ich weiß nicht, ob ich sie mögen soll dafür, für ihren Verkaufssinn. Ah, okay, jetzt habe ich es. Ammirare, mögen. Aber es ist eigentlich auch nicht genau das Wort mögen, aber es passt. Ihr wisst schon. Ich gebe mir Mühe, Mann.
Wie einem so ein Wort wieder aus der Bahn bringen kann. Also, das heißt, der Bahn bringen, das ist ja. Naja, so ist es eben. So, pass auf, ich. Hatte ich jetzt noch mehr Rezepte für Gehacktes? Ja, hier das Wurst. Och, das ist voll teuer, ey. Nix da, ey. Mit dem kann ich viel, viel bessere Sachen machen. Ich mach lieber meine. Oh, hier habe ich noch Würstchen liegen. Hier habe ich noch Würstchen liegen. Was habe ich denn mit Würstchen machen? Tomaten und Zwiebeln. Tomaten habe ich keine. Und Zwiebeln habe ich auch keine. Wir müssen so erstmal nach oben, warte. Einmal Pachival in den Laden schicken. Apropos, Laden. Das ist wichtig. Wir machen dann mehr Fleisch. Also gehacktes. Kotlets meine ich. Tische ist mir zu gefährlich. Ich krieg das alles auf die, gar nicht auf die Reihe. Ey. Wir brauchen mehr Zutaten. Das kostet 1,30. Das haben wir gar nicht. So. Nee, wir müssen gar nicht dahin. Geh lieber nach oben. Erstmal. So, wir müssen mal hier von allem etwas machen. So. Was gucken wir hier unten? Ach ja, uns fehlt irgendwie alles fehlt. Bleiben wir erstmal dabei. Mist. Was gebe ich denn eigentlich den Eiern hier? Hier, den Tauben. Gucken. Es gibt hier keine Zutaten zum Sammeln. Was muss ich denn machen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Maus ist für mich die bis jetzt die beste. Das ist ein 3-Sterne-Menü und kostet mich nichts. So, wir gucken, was da raus wird. Noch nichts, okay. Wie kriege ich denn jetzt die Taubeneier? I don't understand, Leute. Achso, Hildred muss hier noch. Hildred, Tomatoes! Jetzt habe ich einmal einen Weg umsonst gelaufen. Ich hätte ja schon mal was mitnehmen können. The best ingredients for my recipes. Oh, wie schön. Oh, was ist? Hä? Habe ich gerade. Achso, das war. Ich wollte gerade sagen, nur eine Kartoffel bekommen. Was willst du mich jetzt veräppeln, du? I deserve more money? Was hat er gesagt? I deserve more money. It deserved more money. As fast as I can. Was brauchen wir mehr? Tomatoes, glaube ich, ne? Und zack, habe ich hier keinen. Hier das. Gut. Das war's. Nochmal schnell was schneidern lassen. Hier unten können wir nochmal einmal die Katze ein bisschen. Was ist das denn hier für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Das wird nicht beschrieben und das leuchtet. Ich gehe jetzt mal drauf. Ah. Das ist ein Waschbecken. Okay. Interessant, ein Waschbecken. So, wir werden jetzt noch eins auf das Mannequin schmeißen. Und dann werde ich noch eine in die Maschine ballern und dann kann es losgehen. Alrighty.
So, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich habe nämlich keine Ahnung, was die Leute wollen. Das mache ich hier. Guck mal. Gehocktes? Kotelett? Und Wurstblinker? So, und dann, was hat Parchival? Der kann nämlich das Eins nochmal oben drauf werfen und zack, machen wir jetzt an. Okay, ich habe gerade einen Bericht, nicht eine Dings bekommen. Wie heißt das? Ein. Ach, shit, habe ich jetzt nicht. As fast as I can. Stopf ich dir wieder ins Maul. Eine Errungenschaft bekommen bei Steam. Stocked Shop. Also voller Shop. So. Hoffe ich, kommt ihr direkt durch. Nee. Okay, die ersten Kunden werden sich hinsetzen. Mal gucken, was die wollen. Mal gucken. Okay. Okay. Das und Kartoffeln werden das sein, ne? Ja, das und Kartoffeln. Sausage, Tomatoes und Zwiebeln. Oh, keine Zwiebeln da. Mist, keine Zwiebeln da. Oder sind das Zwiebeln? Ja, das sind Zwiebeln. Nee. Gott. Das wollen wir nämlich nehmen und das schon mal rein. Moving there. Okay. Was soll ich nehmen? Zwiebeln? Wir müssen den Laden eigentlich schneller auffüllen. Das. Oh. Die hat gerade einen Gin ausgeschenkt. So, Ratten am Spieß kriegt ihr, guck mal, wie groß das Servi das ist hier. So, was brauchen wir noch? Der Laden, es läuft eigentlich ganz gut noch da oben. Sekunde, ich komme sofort zu Ihnen. Ich will nur ganz kurz noch was in den Laden bringen. Das wäre für mich besser. Sehr gut. Eigentlich gehackt, das habe ich sogar noch. Aber egal, wir machen schnell mal Pasteten und schmeißen hier oben drauf. Schneller sein, ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sein. Wir sind zu langsam für dich. Oben bei Parchival. As fast as I can. Ich habe keine Ahnung, wie ich an Eier bekomme. An Eier komme hier mit den. Ach Mann. Schneller sauber machen, Mann. Pastete, perfekt. Genau das, was ich gerade gemacht habe. Okay, wir haben im Laden ganz wenig noch zu essen. Ist nicht mehr viel da. Ach, wir waren einmal zu langsam, glaube ich, habe ich das Gefühl, für Parchival da oben.
Wie komme ich an die Eier? As fast as I can. Es kommen keine Kunden mehr, das waren die letzten. Mist! Mist, ich hätte gerne noch einmal Dünger gehabt. Okay. Wir haben aber wenigstens keinen Kunden vergrault und einer war nur halbwegs schlecht gelaunt. Aber sonst, 66, wir haben eben mehr gemacht. Weil ich glaube, ich auch bessere Produkte hergestellt habe. Ich habe jetzt immer diese Pasteten gemacht. Ich finde, Pasteten gehen ziemlich schnell und haben wenigstens 2 Sterne. Ne? Ja, geht. 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 Was kann man noch machen? Ja. Und sonst? Was ist sonst? Nein! Wie viel genau? Voll wenig. Ihr Lieben, das war's. In der nächsten Folge werde ich bestimmt, bin ich mir ganz sicher, dass dann die Yvonne kommt. Yvonne Lorcher und wie sie hieß. Dann werden wir sehen, was dann passiert. Weil... es gibt keine... Muss ich die füttern? Wir wissen es nicht. In der nächsten Folge werden wir es aber bestimmt herausfinden. Ich sag dir mal guten Hunger. Bis dann und viel Spaß.